Woher kommst du? Ich komme aus Eritrea. Und wie alt bist du? Ich bin 24 Jahre alt. Der junge Asylsuchende Fischation Sikarias trifft auf die 18-jährige Daniela Enriquez. Obwohl die zwei aus verschiedenen Ländern kommen, haben sie einiges gemeinsam. Hast du viel Kontakt mit schweizerischen Leuten? Nein, ich habe nicht so viel Kontakt mit Schweizern. Ja. Für asylsuchende Jugendliche gibt es kaum Möglichkeiten, junge Schweizer kennenzulernen. Daher bietet die Schweizerische Flüchtlingshilfe einen Begegnungstag an, bei dem Schüler und Asylsuchende einen Tag gemeinsam verbringen. Ich bin Oliver von der Kantonsschule Schaffhausen und ich bin sehr gespannt darauf, was wir heute alles erleben. Ich bin Zora Lenz aus Hellau und ich gehe an die Kante, die dritte. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir heute machen und freue mich sehr. Fern von Verpflichtungen, Heimweh und Zukunftsangst können die Asylsuchenden für einmal einen unbeschwerten Tag verbringen und Kontakte knüpfen zu Schweizer Jugendlichen aus der Region. Bei verschiedenen Aktivitäten lernen sie mehr voneinander. Herzlich willkommen zu unserer Station. Station heißt Musik. Musik, wir wissen, trägt sehr große Bedeutung für Verbindung, für Begegnung. Wir möchten gerne eure Musik zusammen hören und auch zusammen tanzen. In kleinen Gruppen haben alle die Möglichkeit, ihre Lieblingssongs vorzustellen und so die Kultur ihrer Heimat einfließen zu lassen. Also, ich habe es lässig gefunden, mache ich andere Musik hören und dazu tanzen. Ja, und ich finde es auch cool, so mit eben den Flüchtlingen zusammen. Es war wirklich lässig. Es ist mal etwas anderes und ich finde es gut, dass man andere Musik und so Kulturen kennenlernen kann. Von wo kommt er? Eritrea. Eritrea, oh, okay. Ghana. Vorurteile und Berührungsängste abbauen, Verständnis fördern, das sind die Ziele dieses Begegnungstages. Auf Wiedersehen. Tschüss, Jung. Tschüss zusammen. Baci Bedonla. Demo. Adios. Machen wir so. Machen wir wie zwei Minuten. Jedes Mal eine Person von Gruppe 1 stellt eine Frage auf Gruppe 2.